Super. Auch das nächste Projekt hat sich mit Bildung beschäftigt, was eigentlich eine Überraschung ist, denn wir hatten ja erzählt, wir haben gebrainstormt zu verschiedenen Themen, auch zu Bildung. Und der Bildungsraum, der war am Anfang leer. Also es wollte keiner über Bildung nachdenken. Und schlussendlich hat sich doch jetzt so eine Riesengruppe zusammengefunden. Bitte mal alle auf die Bühne, Schoolnet. Last but not least. Jan, René, Jonas, Daniel, Peter, Lukas, Timo, Malte und Leuk. Und die haben sich mit einem Thema beschäftigt, wo, und da kommt es auch wirklich beim Hacken drauf an. Es gab ein Problem und sie haben nach einer Lösung gesucht im Bildungsbereich. Und sie haben sich das hehre Ziel gesetzt, die Bildung, Schule zu digitalisieren. Ja. Der Tisch fällt gleich runter. Oh, okay. An? Ja, sehr gut. Ja, wir haben die Web-App Schoolnet entwickelt. Kann man vielleicht einmal umschalten auf den Laptop quasi? Genau. Erstmal ein schönes Logo. Genau, fangen wir erstmal an. Was ist das Problem? Also es gibt für Schulen schon Software, auch um dann, dass Lehrer zum Beispiel Schülern Aufgaben stellen können. Nennt sich iServe, hat aber halt so ein paar Nachteile. Die ist doch eher schlecht zu bedienen. Sieht nicht mehr wirklich zeitgemäß aus und es ist halt closed source und außerdem irgendwie ziemlich teuer. Von daher war jetzt unser Ansatz, wie können wir das besser machen? Auf jeden Fall Open Source natürlich und entsprechend diese Schulplattform. Ja, wie haben wir das dann umgesetzt? Wie gesagt, wir haben eine Web-App programmiert. Backend-seitig haben wir da PHP und MySQL genutzt und im Frontend eigentlich ja HTML5 und JavaScript und insbesondere Bootstrap, was sehr, sehr praktisch ist, weil man das dadurch nicht extra für Mobilgeräte schreiben muss, sondern wirklich das auf allen Plattformen gleich hat. Eine Nutzerdatenbank haben wir natürlich auch, die ist jetzt noch nicht so ganz fertig geworden, einfach weil wir halt nicht mal eben Nutzerdaten von der ganzen Schule hatten. Aber im Prinzip lässt sich das halt entsprechend einbauen, dort auch mit Gruppen natürlich, weil ein Lehrer darf mehr sehen oder darf anderes sehen als ein Schüler. Genau. Unsere derzeitigen Funktionen sind im Wesentlichen, dass Lehrer Aufgaben stellen können an die Schüler. Schüler können die Antworten hochladen und der Lehrer kann sie sich entsprechend angucken. Und einen Vertretungsplan haben wir auch schon eingebaut. Genau. Ja, zum Ausblick. Also wir haben noch bisher erst die genannten Funktionen eingebaut, weil wir wie alle auch nur 2 Tage Zeit hatten, da lässt sich nicht ganz so viel machen. Aber wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, was wir als nächstes entwickeln wollen. Dazu gehört dann zum Vertretungsplan natürlich der Stundenplan, noch eine E-Mail-Funktion, Raumplanung, dass man gucken kann, wann muss ich zu welchem Raum, Dateiverwaltung, dann hatten wir noch als grundsätzliche Idee, dass das Ganze per API zur Verfügung steht. Das heißt, dass jeder die Möglichkeit hat, Daten aus dem Netzwerk herauszuholen, zum Beispiel dann die Raumpläne, um dann Apps zu entwickeln, Clients zu entwickeln und ja, das Ganze etwas offener zu gestalten. Ah, gut, ja. Dann erzählen wir mal ein bisschen unser System hier. Wir haben hier unsere Login-Seite, auch wenn sie gerade nicht so scharf ist. Eigentlich wie die Login-Seite auch. Man hat hier einen Benutzername und unten ein Passwort. Dann kann man sich anmelden. Und ja. Ja, das Netzwerk. Anscheinend gibt es gerade Internetprobleme hier. Genau, so, und dann kommen wir auch direkt zur Aufgabenübersicht. Und hier sehen wir halt Aufgaben mit dem Titel in der Aufgabe 2 bis Tollololol. Das ist jetzt ein Admin-Account in diesem Fall. Und dann können wir auf so eine Aufgabe raufklicken. Ja, und dann sehen wir halt in diesem Fall die, die Aufgabenbezeichnung, also der volle Text der Aufgabe und darunter die Lösung. Das ist wie gesagt ein Admin-Account, das heißt, man kann eigentlich nur lesen in diesem Fall. Und da würden dann die Lösungen der Schüler erscheinen, aber die Aufgabe hat halt noch keiner gelöst gehabt, deswegen steht halt noch keine Lösung. Genau. Ja gut, dann reicht mal so unser Backend weiter. Ja, genau. Und
Magst du einmal dich anrufen, das Schild einloggen? Genau, wir haben halt zum einen die Seite des Admins, der kann halt alle möglichen Aufgaben sehen und auch einschließlich aller Lösungen. Der kann aber allerdings dementsprechend keine Lösung abgeben. Wozu auch? Ich meine, was will ein Admin mit Aufgabenlösungen von irgendwelchen Schulen? Was soll der da abgeben? Der hat auch theoretisch die Rechte, die Aufgaben zu löschen. Genauso wie der Lehrer, dem die Aufgabe gehört, der hat halt auch die Rechte, die Aufgabe wieder zu löschen. Die Schüler, gleich sehen, gehen wir durch die Aufgabe 2 drauf, haben da unten die Möglichkeit, eine Antwort einzutragen. Das heißt, die geben halt ihre Antwort auf diese Frage ein. Und wenn man das dann unten bestätigt und dann mal auf den Lehrer-Account drauf guckt, dann kann man auch sehen, dass es unten drin steht in der Liste. Das steht jetzt leider noch nicht bei dem Schüler direkt drin, dass da jetzt diese Aufgabe schon abgegeben wurde, aber kommt noch. Work in progress. Es war halt auch eine begrenzte Zeit und dafür haben wir, denke ich, schon eine ganze Menge geschafft. Weil, ja. Okay, sind noch irgendwie Fragen? Oder? Achso, ja, okay, Lehrer, komm, noch gut. Ja, wenn wir schon dabei sind. Netzwerkverbindung ist gut. WLAN kommt nicht an? Ja, doch. Nee. Achso, ich habe hier WLAN. Ja, es kommt noch. Genau. Da gehen wir auf die Aufgabe 2 mit drauf. Man sieht sie jetzt. Man hat die Aufgaben. Genau. Da sieht man jetzt, der Schüler mit dem Namen Schüler hat eine Lösung abgegeben. Hat reingeschrieben, das ist eine Antwort. Genau, einmal zurück auf die Übersicht. Wenn man jetzt die Liste von den ganzen Aufgaben hat, dann kann man halt theoretisch auch. Da kann halt der Lehrer nur die Aufgaben sehen, die er selber erstellt hat. Und die untere kannst du bitte gleich mal löschen. Wenn wir das schon demonstrieren müssen. Dann kannst du vielleicht eine komische. Ich hab's nicht. Achso, genau, den Vertretungsfall haben wir noch. Ja, hast du das noch? Ja, das lädt noch. Sehr gut. Ja, also wenn es das gleich geladen hat. Ja, ist das heute noch? Schön, wenn das heute noch käme. Vielleicht morgen. Also wie gesagt, es gäbe hier einen Vertretungsplan, wenn Internet nicht langsam wäre. Genau, da ist der Vertretungsplan auch endlich angekommen. Wie gesagt, einfach eine klassische Vertretungsplanübersicht halt, die vielleicht auch erweitert werden soll, um allgemein Stundenpläne, Raumpläne und so weiter, dass man quasi alles in einem System gebündelt hat. Ich denke, das war's. Vielen lieben Dank.